Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Aplax Tale. So, wir haben uns durch das ganze Camp hier geschlichen und eigentlich alle umgebracht. Und jetzt versuchen wir in diese Burg reinzukommen. Und ich glaube, der einzige Weg, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, ich führt hier durch. Ich glaube, was anderes gibt es hier gar nicht. Deswegen gehen wir hier mal längs. Nach hoch und runter. Also man hätte verschiedene Wege gehen können, wie man sieht. Und ich habe mich für den brutalsten Weg entschieden, indem ich alle einfach abfackel oder kille. Aber ich glaube, die muss man zurecht sterben, denn wir wissen ja, es sind alles verdammte Sklaventreiber. Die sind nicht nur Sklaventreiber, sondern nicht richtige Sklavenhändler. So, noch was. Guck mal. Ah, noch ein bisschen was gefunden. Sehr gut, wir können hier, glaube ich, normal gehen. Ich glaube, die sehen uns hier eh nicht. Geht es anscheinend doch nicht rein. Es muss einen anderen Weg geben. Aber welchen ist die Frage? Vielleicht hier durch. Gehen wir hier durch. Gut. Das Tanzen, die Musik, die Blumen. Die finden wir. Hey, Hugo. Was? Ich weiß, es ist schwer, aber bleib bei der Sache. Ja. Dort kommen wir rein. Die Festung ist böse. Das mag sein. Aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Geh sicher, dass im Wagen auch keiner mehr atmet. Die sind gleich davon. Die sehen alle ziemlich tot aus. Geh sicher. Hey, wer hat Verdammt. Dich angefangen? Ah! Ah! Lucia! Nein, nein! Lass sie in Ruhe! Oh. Bitte, nimm ihn runter! Geht's dir gut? Danke. War verdient. Hugo, es ist vorbei. Ich konnte nichts tun. Natürlich nicht. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber zu spät. Ich bin froh darüber. Ja, gut. So, gucken wir mal, was wir machen können. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Unsere Schleuder, da fehlt uns ein Material, fehlt uns unsere Schleuder noch. Eine zweite, und der Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Das ist natürlich cool. Mit mehr kann aber zusätzlich Bolzen tragen. Ja, bringt uns jetzt auch nicht so viel, denn so viele Bolzen haben wir auch gar nicht. Hier finden wir auch noch ein Material, dann können wir... Ich kann jemanden mit einem Topf voller Ignifer töten. Das ist natürlich geil. Das sollten wir vielleicht mal in Angriff nehmen. Amiga kann dank einer neuen Interaktion die Alchemistenzutaten tragen. Ja. Okay, lass uns mal gucken beim nächsten Mal, dass wir noch ein bisschen was finden. Und dann lass uns das andere da nehmen, dass wir den mit dem Topf töten können. Was ziemlich cool ist. Das muss das Fallgitter bewegen. Bringt nichts. Gehen wir weiter. Ja. Fast. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen. Ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey, öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Mann, was macht er denn? Unglaublich! Der kriegt einen Arschtritt! Ja, das wurde aber auch Zeit! Ach so, den wir abgestochen haben oben, der soll das wahrscheinlich machen. Gut. Jetzt! Oh Gott, was haben die vor? Jetzt. Nein, zu früh. Sie sind zu früh.
Oh. Setz den Graben in Brand! Wir brauchen Zeit! Ich werde zur Kapelle gehen! Ich schließe die Blutlinie! Blutlinie? Darum handelt das ganze Kapitel doch gerade. Es sind so viele. Ich habe sie hergebracht. Das spielt jetzt keine Rolle, Hugo. Keine Panik. Denk nur, sieh dich um. Was jetzt? Sophia, da bist du ja. Ha, was zum Teufel ist passiert? Es ist schlimm, Sophia. Siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ach, vergiss es. Entweder es klappt, oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Ach, sie ist angemacht, okay. Das Ding ist unglaublich. Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Ah, okay. Das ist ja cool. Ja. Gut, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ich gab dir mein Wort. Ich kann uns drei damit schützen. Ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Wird erledigt. Finde ich. Die Raten überlasse ich euch. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Das ist natürlich wieder eine coole Sache. Die Kapelle liegt hinter diesem Graben, stimmt's? Hey, lass gut sein. Na gut. Ein bisschen aufpassen hier. Sollen wir da rüber gehen? Ist ja Quatsch. Wenn er schafft, uns auch da reinzubringen? Sophia, warne uns den Weg! Bleibt in meiner Nähe! Auch in die Richtung gehen? Halt! Geht nicht so weit weg! Es wird zu dunkel für mein Prisma! Wir müssen hier hoch. Ich habe keinen Dietrich, okay. Ey, Messer. Okay, hier können wir gar nichts machen. Ich dachte, wir könnten jetzt hier auch noch was machen, aber können wir gar nicht. Das ist ja ärgerlich. Welchen Weg müssen wir da längs gehen, ne? Das machen wir da drüben auch mal kurz an. Gut, dann erstmal zurückgehen. Komm, Sophia. Du kannst mal ein bisschen Licht bündeln für uns. Komm. Sophia, kannst du bitte den... Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Ah, okay. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Gut, wir machen Fortschritte. Wie könnt ihr so ruhig bleiben? Wir kennen das schon. Ja, oh, das ist ein Topf, den nehmen wir mit. Dumme Frage. Lass es. Geht klar. Sollen wir kurz mal unsere Dinger bauen hier? So, jetzt können wir doch theoretisch einen Stock nehmen und hier uns auch nochmal den Weg bahnen hier, oder nicht? Ganz schön viel Feuer. Ich bahne uns einen Weg. Können wir gleich durchkommen. Das müssen wir mit dem anderen löschen, glaube ich, einmal, ne? Wow. Wir haben doch hier noch so ein cooles Zeug da. Da ist das, ja, ne? Kann ich nicht löschen. Okay, wir können auch erstmal da hingehen und dann versuchen zu löschen. Kann ich einfach durchgehen, ne? Ja. Ich
glaube nicht. Weil ich glaube, wir verbrennen ja, wenn wir rüber durchgehen, oder bin ich jetzt verkehrt? Aber wie kommen wir denn durch? Mit der Hand was raufwerfen? Ja, was mache ich denn da jetzt? Das Ding ist doch auch Quatsch, oder? Okay. Zu mir! Geht doch. Oh, sie kommen durch. Wir sind da. Diese kleinen Schmarotzer. Eure Stellung und achtet auf die Gräben. Milo, du kannst loslegen. Sie sind auch hier. Vorsichtig. Okay, warte, wir haben uns ein paar Sachen verballert gerade leider. Echt ärgerlich, wa? Wir haben da keine Töpfe mehr. Naja, egal. Hier oben gucken, was hier oben los ist. Haltet die Ratten so lange wie möglich von der Kapelle fern! Verstanden! Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird er tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja, gehen wir rüber. Den Helm auf? Hat er, ne? Shit. Drüben ist auch noch einer, aber warte mal. Was? Was ist das? Da drüben. Das geschieht dir recht. Ach, komm schon. Schon dabei. Sie haben uns gleich. Ihr seid hier noch nicht fertig. Ich kriege euch. Lebt das! Hä? Haltet die Eindringlinge auf! Was macht ihr denn da? Okay, das ist auch schon ganz schön weit gebracht, ne? Naja, den haben wir alle umgebracht jetzt hier. Wo ist der letzte Hayopai? Oh, das ist schon so ein bisschen blöd. Hier noch ein, oh, hier ist noch ein Pfeil. Wie cool ist das denn? Oh, ein paar mehr Pfeile wären auch nicht schlecht, oder? So, wie wär's denn unendlich? Also, wir könnten ihn killen damit, ne? Aber ich kann nicht so weit werfen, okay. Da macht nicht so viel Sinn. Wir dürfen nicht runterspringen hier. Aber das wollen wir gerne haben da unten eigentlich, ne? Das ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ohne es jetzt hier irgendwie... Mist, wie kommt man denn da hin? Die kann doch keinen Prismabahn im Weg, oder? Doch, kann sie von unten. Hier, warte mal. Mal runtergehen. Wie geht es dir, Hugo? Glaubst du wirklich, die Kapelle wird helfen? Ich verspreche es. Ah, guck mal hier. Das ist schon mal gut. Ein paar Sachen können wir noch einsammeln hier. Bam, bam, bam. Komm mit, du. Ein Stückchen. Aber ist die Frage, kommen wir bis da hinten hin und zurück mit dem? Ich glaube fast nicht.
können wir nicht schaffen. Wieder rein da. Wieder rein da, wieder rein da. Aber vielleicht können wir ja... Da oben auch schon welche, guck mal. Okay, da kommen wir nicht so Eisen über jetzt ratten, ne? Kommen hier gar nicht mehr weg hier. Müssen wir ihn da drüben ja auch wegkriegen. Das waren alle. Jetzt wird es einfacher. Das war leicht übertrieben, oder? So lernen Sie es. Bitte. Gehen wir einfach weiter. So, das ist die Frage, wie wir das hier machen. Also, wir machen jetzt erstmal uns den Weg. Überqueren wir wieder den Graben. So, dann müssen wir aber erstmal. Achso, warte mal. Nee. Machen wir noch nicht. Erst nehmen wir unseren Stock und gehen da hin. Ah, das war am einfachsten, glaube ich. Na, los geht's. Das Problem ist bloß, wenn wir hier rüber sollen, dann müssen wir ja wieder das Feuer ausmachen. Kann man direkt rübergehen? Ich versuch's mal. Vielleicht ist es hier einer. Okay, das geht. Bitte, bleib bei uns. Oder geht er einfach rübergehen? Ja, wir gehen sobald wir können. Versprochen. Nee. Komm raus da. Wir können nicht rüber. Okay, wir können nicht so rüberlaufen. Das ist schon mal klar. Bloß die Ratten werden uns ja sofort fressen, wenn wir jetzt das auslöschen. Aber wir müssen es machen, leider. Gibt nicht. Es gibt doch gar nicht einen Abschnitt Neustarten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu viel. Obwohl, wir haben ja alle getötet. Ich glaube, das zählt ab da, ne? Nein, man muss alles normal machen hier. Das ist doch beschissen. Das ist doch beschissen. Einer und da ist einer. Nervt mich jetzt ein bisschen. Gerade so gestorben sind, dumm. Mist,
runtergehen und gucken. Ich will nicht wissen, wie es ist, lebendig gefressen zu werden. Also, ihn können wir doch mal sein Licht ausmachen. Ich treffe ihn von hier gar nicht. Da ist noch einer. Oh Gott, da war einer hier bei uns. Wo? Wach, hey, wach auf! Eindringlinge, sucht die verdammten Schweine! Wo ist ein anderer Typ? Der könnte da drüben sein. Ich sehe den nicht. Ich sehe den nicht. Aber ihn können wir doch vielleicht killen, indem wir... Ich frage, wie wir da drüber kommen, ohne dass wir auch gefressen werden, weil die Ratten sind ja genau da. Also wir können natürlich mit ihm da das regeln. Wir bauen uns noch, hier ist noch irgendein Typ. Wo ist denn der? Wo ist denn da hingelaufen, der andere Typ hier? Irgendwo hier unten, ne? Aber ich sehe ihn jetzt nicht, egal. Wir müssen versuchen, da irgendwie durchzukommen. Das waren alle. Gehen wir einfach weiter. Okay. Jetzt kann uns ja nur noch sie mit ihrem Prisma im Licht warnen, das müssen wir ein bisschen Licht machen. So, lass mal runtergehen und gucken, ob das klappt. Hier hätte man auch ein bisschen Feuer machen können mit denen. Verbrutzelt werden, aber egal. Ja, so leicht hier über rein, das ist noch ein Pfeil, oder? Geil. Perfekt. Ein paar Sachen hier noch, ein bisschen weggefallen. Wir können sogar ein bisschen was bauen, ne? Wir müssen einfach hier einmal raus. Damit noch keine Ratten jetzt angreifen können. Weg. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Ja, wieder hier im Dienst im Licht drin. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Von.
wir gebrauchen können hier drin. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Da müssen wir hier längst gehen. Weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. So, gucken wir hier noch was ist. Ah, ein bisschen Werkzeuge. Das Material, jetzt könnte ich ziemlich das eine schon bauen, glaube ich. Kurz reingehen. Nicht da, sondern hier. Die könnten wir doch eigentlich jetzt hin schieben. Also die Schleuder können wir besser bauen, aber die Armbrust und mehr Pranger. Das will ich haben. Viel besser. Riecht ziemlich gut. Und wenn wir den Topf hier einfach killen, ist natürlich auch ziemlich geil, oder? Ich glaube schon. Na jo. Wir sind über dem Tor. Die Kurbel müsste hier sein. Da ist die Kurbel. Den Topf nehmen wir noch mit hier. Was wir so mitnehmen können. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Das kann uns ja immer helfen, alles hier. Die sind schlimmer als die Ratten. Sie sollten alle tot sein. Denk sowas nicht. Du bist besser als das. Ich finde schon, dass er recht hat. Ganz ab. Geil ist natürlich, dass wir die Ratten auch so ein bisschen steuern. Also auch steuern durch. Das war Bolzen. Durch unsere Fähigkeit, das Licht an- und auszuknipsen. Ne? So, dann drehen wir mal an der Kurbel. Gucken, was passiert. Dann mal los. Amicia, Milo ist direkt hinter dieser Mauer. In der Kapelle ist. Versprich mir, dass wir zurück zu Mama und Lukas gehen. Ich. Ja, versprochen. Na gut, klingt vernünftig. Was ist hier passiert? Warum sind wir rennen? Scheiße, ich wusste, wir würden die Kontrolle Mistviecher. Sie haben ihn gefressen. Hä? Doof, ne? Da können wir nicht direkt runter, aber hier ist eine Fackel, die können wir anmachen. Runter da! Los! Sicher! Sicher ist sicher, ne? Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bei mir! Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, bevor die Ratten kommen. Nein, ich wusste es. Wie barbarisch. Geschlachtet. Ja. Wie Tiere. Warum? Sie glauben, dass Blut wird. Den Sohn dazu bringen, sie zu mögen. Seht mal an der Tür, das Ordenssymbol. Gehen wir in die Kapelle und verschwinden dann. Gut. Perfekte Kulisse und perfekter Blick drauf, um hier einfach mal eine Pause zu machen. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.